Ja, heute in Marktleugast, das liegt im Landkreis Kulmbach. Und hier steht die momentan nördlichste Ladesäule im Ladeverbund Franken Plus. Im Moment ist sie noch kostenlos hier. Steht auch noch nichts drauf, also keine Aufkleber und AGB sind drauf. Also das wird vermutlich noch ein bisschen dauern, bis hier das auch kostenpflichtig wird. Interessant ist, dass hier auch noch eine E-Bike-Ladestation ist. Ich drehe mal die Kamera um. So. Da ist auf der anderen Seite ist noch eine E-Bike-Ladestation. Das ist hier so ein Parkplatz, Bushaltestelle, keine Ahnung, Radonplatz nennt sich das Ganze mit sogar angeblich Free Wi-Fi. Ja, das war Marc Leugast. Ja, heute in Himmelkron, da steht unweit der Autobahn auch eine Ladesäule vom Ladeverbund Franken Plus. Und ich komme jetzt schon fast vor wie diese Wetterreporter, die immer mit ihren riesen Fell belegten Mikrofonen da an der Nordseeküste irgendwelche Filmaufnahmen machen von irgendwelchen Stürmen. So windig ist es hier gerade. Es ist eine ziemliche Hochebene und ich zeige euch dann auch mal kurz den Ausblick hier. Ja, es ist praktisch hier. Es ist eine Gaststätte und wie gesagt, gleich neben der Autobahn. Im Moment ist das Laden hier noch kostenlos. Ist vom Ladeverbund Franken Plus. Und natürlich hat man auch einen schönen Ausblick hier. Kann jetzt mal rumschwenken. Da kann man dann ein bisschen auch die Aussicht genießen, wenn man denn sonst nichts anderes zu tun hat. Das war Himmelkron.
Ja, heute in Neuenstein. Das liegt an der A6. Direkt eigentlich neben der Autobahn. Das ist eine Avia-Tankstelle hier. Und die bieten hier in Kooperation mit RWE momentan eben eine kostenlose Ladesäule an. Ja, ist eine feine Geschichte. Kann man sich auch einen Kaffee holen, wenn es sein muss. Und das Auto auch waschen danach. Ja, feine Geschichte. Wie gesagt, das ist vielleicht 500 Meter von der Autobahn runter und eigentlich genauso wie ein Rasthof an der Autobahn selber verliert keine Zeit. Schöne Geschichte. Das war Neuenstein. Ja, heute in Rothenburg ob der Tauber. Da gibt es an einem der bekannten Parkplätze hier direkt an der Stadtmauer, die man schön im Hintergrund sieht, eine Ladesäule der Stadtwerke Rothenburg. Und das ist eine gebrandete Mannekes-Säule, die kennen wir ja schon. Und da ist momentan das Laden auch noch kostenlos. Man braucht nur irgendeine RFID, so wie es bei den Mannekes im Messemodus eben immer der Fall ist. Braucht man halt eine RFID-Karte, das kann egal was sein. Ich verwende da immer meinen Firmenausweis, weil dann weiß ich, dass da nichts abgebucht wird. Und man kann da alles Mögliche, auch andere Sachen nehmen, zum Beispiel jetzt eine Kreditkarte. Jo, schöne Geschichte, 2x22 kW und es ist auch immer Schoko mit dabei. Also auch für den Twizy-Fahrer geeignet. Tja, das war Rothenburg ob der Tauber.